Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Risen 3 Titan Lord. Der Schattenlord ist erledigt. Wirklich? Bist du dir da ganz sicher? Der kommt nicht wieder. Im Himmel sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier auf ewig verrotten. Ich danke dir. Ohne dich. Naja. Nicht der Rede wert. Ich muss zurück zur Zitadelle. Die anderen werden sicher schon auf mich warten. Wir sehen uns. So, und jetzt kann ich mich endlich mal darauf machen, hier mal ein bisschen auszukundschaften. Ein paar Sachen zu nehmen. Das nervt nämlich da dran. Kannst du mal zielen, du Idiot? Hallo? Ah, Leute, glitscht dich schon wieder irgendwo fest! Das ist doch scheiße, nimm irgendwas, aber nimm irgendwas! Ist das lästig? Hallo. Nase. Da, wieso schießt er nicht? Mann, endlich. Endlich hat der Kampf ein Ende. Sehe ich auch so. Wollt ihr mich erkunden hier und nicht die Gegner niederschnitzeln? Ich weiß gar nicht, ob ich... Eigentlich müsste ich ja ganz viele Schattenwaffen haben jetzt. Wie dem auch sei. Das hat gerade ein bisschen genervt. Muss ich ehrlich sagen. Ich mag es nicht, wenn ich... Das ist das Schlimmste, was mir in so einem Spiel passieren kann. Man trifft jemanden. Ah, wir müssen ganz schnell da und dahin. Und da kommen wir komplett durch Gebiet, wo ich noch nicht gewesen bin. Und da muss man hetzenderweise da durch. Ja, vor allem dieses Das können wir auch später noch machen. Tiefer, später. So, dann ist hier noch so ein Goldquarz. Wie dem auch sei, auf jeden Fall mag ich das nicht, wenn man dann hier... da kann ich... Die Mauer kann ich später lang gehen. Wenn ich dann so gehetzt werde. Da kann doch nicht sein, der Lippo wird gehetzt. Kann ich darauf glitschen? Ich will auch, da kann doch nicht sein. Ich bin ein Meisterkletterer, wissen Sie das denn nicht? Wie eine Spinne kletter ich die Wände hoch hier. Ich habe extra Saugnappen an den Fingern. Das war gerade jemand, der wollte die Ehre seiner Familie wiederherstellen. Das heißt, das, was sie am meisten konnten, seine Vorfahren und die Leute aus seiner Familie, war schnell laufen. Das wollte er jetzt brechen, diesen Bann. Deswegen wollte er jetzt... Alle seine Leute sind gegen diesen Schattenlord umgekommen, deswegen wollte er jetzt hier... dagegen was unternehmen. Dann bin ich mit ihm da halt hingegangen. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Hallo? Ich muss schon wieder Grog nehmen. Man merkt, ich spiele nicht gut.
Mann, wie verpacken die denn plötzlich? Das kann doch nicht sein, ihr müsst tot umkippen. Meine Güte, endlich. Ich meine, ich habe doch gerade irgendwas gesehen. Ihr braucht euch übrigens nicht wundern, dass er nicht nachgekommen ist. Da kam wohl im Eifer des Gefechts nicht dieses Teil hoch. Ich muss mal ein bisschen mehr Magie machen. Vor allem so Magie wie... steht das irgendwo? Wie viel meine, Gold wert, Wirkungsdauer 40. Was mir mehr bringen würde, ist, wenn ich hier sehen würde, was für zum Beispiel Magiewert das hätte. Dass da stehen würde, Magiewert 50. Und dann wüsste ich, ich habe aber Magie 50 habe ich ja, dann würde das gehen. Oder Magiewert 60 oder 70, dann wüsste ich, dass ich das nicht machen könnte. Aber nicht einfach hier, ist einfach nur nicht machen. Das geht mir dabei auf die Nerven. Er macht es dann einfach nicht. Ich meine auch, die hätten auch gar nicht so ein großes Team. Ich irritiert, wenn die einfach so aus dem Boden rauskriegen. Da kann doch nicht sein, der Lippo war so unvorbereitet. Für klaue ich euch die Hütte jetzt voll jetzt leer hier. Zack, alles brauche ich hier. Scheißegal, auch den Löffel hier, auch wenn ich es nicht brauche, egal. Wenn das später alles in der Kiste für Ramsch landet. Hauptsache die Gule ärgern sich. Da kann doch nicht sein, der Lippo hat unsere Erbstücke geklaut. Was macht er damit? Er hat ja alle den Sperrmüll auf den Sperrmüll geschmissen. Ach, da ist hier noch einer. Ich hoffe, die sagen einem irgendwann, wenn man altes Wissen fertig gesammelt hat. Weil das ist die Voraussetzung hier, altes Wissen sammeln dafür, dass ich das bei den Einheimischen von dieser Voodoo-Insel durch das Tor durch kann, dass er das Tor öffnet. Mir ist übrigens heute aufgefallen, oder letztens habe ich mal so überlegt. Ich kam bei einer Insel. So ein Abhang nicht hoch. Und da habe ich jetzt überlegt, ob es sich auch gegangen wäre, wenn ich einen Papageienflug einfach genommen hätte. Aber ich glaube, das Problem war, meine ich, auch nicht, dass ich diesen Berg generell nicht hochkam, sondern dass da einfach eine unsichtbare Wand war. Dass sie wohl diesen Berg mit der unsichtbaren Wand abgesichert haben, dass man da nicht so hinkommt. Tja, da muss aber ein bisschen warten jetzt, Ulrike. Da muss ich wenigstens das Video zu Ende machen. So. Jetzt mitten im Video abbrechen ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, diesen... Habe ich mich jetzt verfranst? Habe ich mich verlaufen? Das ist auch manchmal lästig. Man rollt dann und der bleibt dann an der Ecke hängen.
Oder unnatürlich weite Sprünge, die einem das Leben kosten, weil man dann schlicht und ergreifend zu weit springt. Das heißt, man springt einen Abhang runter und dann springt er, mal übertrieben gesagt, 500 Meter weit. Und überlebt das nicht, weil er da natürlich zu weit gesprungen ist. Oh, ein Goldstück. Krönungsschwert neu. Das sind alles die toten Soldaten, die rumliegen. Die dem Schattengedönstypen da zum Opfer gefallen sind. Mach jetzt auf. Ich will hier was aufsammeln. I like to collecting something, but I don't like to talking with you. Guck mal, der schwarze Ghoul, der hat sich auch noch bewegt. Das ist auch ein schlechter Schauspieler. Verdammt, Ding, dass ich da gar noch nicht sein. Schon wieder eine Oscar-Nominierung vorbeigeschlittert, weil ich mich Leiche spielend bewegt habe. Wie konnte mir das nur passieren? Den Oscar bekam dann der Baum, der da gewesen ist. Ups. Oh, was soll das denn, um mich da runter zu stürzen? Oh, mal ab, Junge. Sonst stürze ich mich da runter vor lauter Pain und Scham. Da liegt auch nur Schrott rum. Ja, ich muss natürlich... Als alles Collector muss ich natürlich. Eigentlich müsste es für mich die Trophäe Messi geben. So wie ich hier alles collecte. Das ist im Real Life allerdings übrigens, by the way, nicht der Fall. Das heißt, ich bin eher der Meinung, wenn man eine zu große Unordnung in der Wohnung hat, also ein überhaupt nicht mehr überschaubares Chaos, dann liegt das häufig daran, dass man einfach zu viel Stuff hat. Ach, hier eine Kiste. Den man dann natürlich nicht mehr ordentlich irgendwo reinräumen kann. Das ist natürlich klar, wenn ich Unmengen an Stuff habe. Warte mal. Ach, jetzt muss ich hier zurück und dann dahin. Okay. Einmal hin und einmal zurück. Alles macht es einfacher. Wenn man zu viel Stuff hat, dann ist das natürlich klar. Man kann natürlich... wenn man haufenweise Kram hat, dann kann man den natürlich nicht mehr ordnungsgemäß in... Ich muss das Video beenden. Ciao, ciao.